So, willkommen zurück zu Control. Und dem Büroleben. Wir räumen Dinge. Steht da wirklich Jesse drauf? Ich kann leider nicht zoomen. Ah. Aber egal, wir haben Post für den Direktor. Da geht kann überhaupt nichts schief. Warum liegt hier nicht das Zeug hier so unordentlich rum? War das gerade schon so unordentlich hier? Ah, die ist immer noch da. Freund, das war ein rotes Ding. Ist alle Post mal für den Direktor in rot? Oh, super. Ich habe schon auf die Post gewartet. Er ist höflich. Legen Sie sie einfach auf den Tisch, bitte. Bitte nehmen Sie auch den Postausgang mit. Vielen Dank. Warum kommt auch der Post? Sie gehen jetzt besser. Ich habe viel Arbeit zu erledigen. Wichtige Angelegenheiten der Behörde. Oh, natürlich. Sofort. Danke, Herr Direktor. Die Hotline ist da. Guck mal, er hat sogar so eine kleine schwarze Pyramide. Black Pyramid seit 1920. Das raucht der. Achso, das sind ja die Zigaretten. Oh. Das nicht. Nein, das bin ich nicht. Ich kann nicht. Oh, ich habe etwas vergessen. Ich kann nicht denken. Was mache ich? Oh, jetzt sind wir wieder hier. Sie im schwarzen Brett. Bist du? Ich kann nichts fühlen. Ich will hier nicht alleine sein. Bewegung. Bin ich? Was ist das? Warum hört es nicht auf? Wach auf, bitte. Ich will nach Hause. Vielleicht sollten wir einen Kaffee trinken. Goku ist 20 Minuten lang Gummi laufen? Oha, das werde ich mir nochmal angucken. Okay, hat sich jetzt irgendwas verändert? Tja. Ich frage mich... Sie haben was vergessen. Was denn das? Ach, das sind diese komischen Leichentypen, ne? Ach, siehst du, ich noch gar nicht geguckt, wie die anderen Leute hier so aussehen. Die sehen doch recht normal aus. Zeit ist Geld. Den Typen bin ich bis jetzt übrigens nur in der Formation begegnet. Diesen Gegnertyp habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Warum haben Sie bloß Ihren Job? Diese komischen nahkämpfenden Selbstmörder. Haben Sie ihn gesehen? Mr. Faden, den neuen Direktor? Oh ja, sehr attraktiv. Und jetzt, wo Helen nicht mehr hier ist, braucht er auch eine neue Sekretärin. Ach, jetzt ist Faden Direktor. Aber er hat nicht das Bild gekriegt. Was ist das hier für ein... Oh! Das ist ja witzig. Vor allem, wann ändern sich die anderen auch, wenn ich denn näher komme? Vor allem, wie komplett unmotiviert hier doof in der Gegend rum... Hm? Ein Klo? Hallo, mit Hose an, sitzt hier auf Klo, schön. Dylan! Komm ich zu Ihnen rein? Nein. Schockierend. Wir haben das wohl alle gewusst, aber niemand wollte es aussprechen. Jetzt ist es raus. So schmerzhaft es sein mag, es ist auch eine Erleichterung. Eine Last von unseren Schultern. Das ging schon zu lange so. Der Direktor ist verrückt, wahnsinnig. Trench gerät zunehmend außer Kontrolle. Er ist gefährlich. Endlich tut die Behörde was. Sie haben sogar Trenchs Nachfolger eingeladen. Von die Behörde ist die Behörde. Oh, er wird sich auch verändern? Wir haben nicht den ganzen Tag. Ja, los, veränder dich jetzt endlich mal. Oder ist das das Gerät, was ihm gerade so noch den Widerstand bietet? Also vom Fake-Abstand bis weiter ist gerade noch eine Viertelstunde vergangen. Die Büroarbeit fühlt sich mal so viel länger an. Ist aus ihm hier geworden? Er liegt immer noch da, wie er vorher lag. Hat sich ja nichts geändert. Mal sehen, ob der Hausmeister jetzt uns mittlerweile irgendwie einen Ausweg bietet. Und was haben die noch zu sagen? Warum Direktorin? Gerade was noch Direktor Faden, also Mr. Faden, wie es explizit. Es weiter. Du kommst immer näher. Na, das ist doch schön. Ich muss reingehen und in Bewegung bleiben. Wer ist da? Was wollen Sie? Gehen Sie.
Warum ist da schon wieder Trench jetzt hinter? Okay, jetzt kann ich jetzt wieder die Post holen. Das ist nochmal genau das gleiche. Also Stück für Stück verändern sich hier die Sachen. Ich sehe bestimmt noch nicht alles. Ne, die Drecks-Post ist immer noch nicht da. Also muss ich irgendeine Aufgabe... mindestens eine Aufgabe machen, damit es weitergeht? Weil das letzte Mal habe ich auch erst wieder die Tassen abgeholt und dann ist was passiert. Aber an sich ist das ja wahrscheinlich am unstressigsten, ne? Ich frage mich wirklich, warum dieser scheiß Kopierer nicht eine Funktion hat, einfach alles so einmal zu drucken. Twitch hat gemerkt, dass es September ist. Ja, es ist September. Und so. Ich kann das sogar... Ne, ich kann es nicht mehr verdrücken. Ach, das ist ja langweilig. So, komm, jetzt haben wir eine Aufgabe erledigt. Und jetzt erscheint hoffentlich die Rohrpost hier. Ach, nicht? Ach, ich muss noch... Ah, okay. Weiß sie denn nicht, wie gefährlich der alte Direktor ist? Er ist unberechenbar. Er reißt sie in Stücke. Aha. Also ich muss nur mal eine Aufgabe machen. Jetzt hängt der, jetzt hängt die hier schon ein bisschen durch. Aha. Eindringlinge. Ich muss handeln. Ich habe einen Plan. Ich bringe den Dia-Projektor zur Nostalgieabteilung. Ich schalte ihn an. Lasse das Zischen herein. Ich bringe das in Ordnung. Was? Ich höre sie, wie sie sich gegen mich verschwören. Eindringlinge, Befallene. Ich habe Darling verloren. Er war der Erste. War der Resonanz des Hedron ausgesetzt. Es kontrolliert alle, die den Verstärker tragen. Ich hatte befohlen, das verdammte Ding nicht zu verwenden. Sie haben nicht gehört. Das ist aber eine komplett andere Story. Hedron hat die Behörde befallen. Davon kommt keiner zurück. Sie sind tot oder Monster. Ich halte sie auf. Ich habe einen geheimen Verbündeten. Die Nostalgieabteilung. Ich habe mein eigenes Dia für den Projektor. Ein Andenken aus Ordinary, das ich an mich nahm, nachdem das Mädchen sie verbrennen wollte. Es ist angekokelt, aber es funktioniert noch. Das Zischen wird uns alle retten. Ich habe den Faden verloren. Ich bin verwirrt. Wie jemand, der zu schnell die Kanäle wechselt. Ich sehe so viel, aber zu schnell. Auf der Expedition durch das Dia ist etwas in mein Ohr gekommen. Ah, das Nasenbluten. Zuerst tat es weh. Doch dann nicht mehr. Es fing mit einem Flüstern an. Wie etwas aus einem Traum. Eine weit entfernte Stimme, die dich wecken möchte. Ich erwachte mit den Worten auf den Lippen. Im Traum ergaben sie noch einen Sinn. Doch im wachen Zustand sind sie wie eine fremde Sprache, bereits vergessen. Ich spüre einen Verlust, als hätte ich mein Kind verloren. Oder mich selbst. Mir wurde ein Lied beigebracht. Ein Gedicht. Ein Gebet, das die Welt in Licht tauchen und den ganzen Schmerz wert sein sollte. Etwas, das einst verloren war, schuf in mir ein Zuhause, eine Quelle. Seine Wellen formten mich und öffneten meine Augen. Es wuchs, bis es mich füllte. Und ich zog mich tiefer in mich selbst zurück, in dieses Büro, eingesperrt im Ältestenhaus, das mein alternder Körper ist.
Ich starrte ehrfurchtsvoll durch ein Guckloch, während Wissen mich durchdrang und zu einem besseren Wesen machte. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich beschattet wurde, als würde mich jemand beobachten. Sie sehen mich, doch ich kann sie nicht sehen. Ich weiß noch, dass ich letzte Nacht einen Traum hatte. Es stand ein Mann in diesem Zimmer. Manchmal war er ein Klempner. Ah! Der den Abfluss freimachte. Denn ein Fisch verstopfte ihn, ein großer Fisch. Doch manchmal war er ein alter Gott, der den Fisch dort selbst hineingestopft hatte, um den Dreck, den steigenden Dreck am Auslaufen zu hindern. Er war also hin und her gerissen. Er wusste viele Dinge. War's das jetzt? Doch er war auch senil, wie ich. Es wirkte wie ein Rätsel oder ein Omen. Leider kein sehr gutes oder interessantes. Doch ich bin schnell verwirrt. Es ist so unglaublich schwer, allem zu folgen. Trennschritte, danke. Es kann auch wohl die Nostalgieabteilung sein möchte. Habe ich irgendwo noch einen Bereich, wo ich noch nicht war? Ich lasse sie nicht gewinnen. So ist das passiert. Das Zischen erwischte Trench als ersten. Er schaltete den Projektor ein. Ließ sie rein. Ich darf das nicht vergessen. Das Zischen. Das Zischen ist der Feind. Zischen bohrt sich rein. Ich bin hier gefangen. Es übernimmt die Kontrolle. Oh, das wird aber langsam, Krieg ich diesmal keine Aufgaben? Scan die Formular. Also wir machen wieder das Formular. Oh, nee, ich glaube, das... Scheiß drauf! Ach, ich muss es nicht machen. Ich kann direkt... Ach, guck mal, Annette hängt hier immer noch rum. Ach, guck mal, jetzt ist auch Dylan dabei. Guckt immer noch doof. Was ist mit Pope? Die ist jetzt immer noch hier und langweilt sich. Ach, schön. Ha. Hat sich auf Klon was geändert? Naja, sitzt immer noch rum und macht ein wenig Zeug. Ist das Harry? Schnell. Die reden noch nicht mehr, ne? Vorher haben sie immer noch was gesagt. Ist mit ihm hier geworden? Na, liegt doch noch genauso doof da wie vorher. Ich will diesmal kämpfen. Und einen Weg finden, es zu vertreiben. Die stehen immer noch drum. Ah, diesmal konnte ich immer in das Dings direkt nehmen. Hast du was Arti noch zu sagen hat? Willkommen zurück. Meine Assistentin ist eben gut. Vor allen Dingen, er sieht nicht so so aus du wie die anderen. Ein Wurm. Kriegst du die Zeit. Meine Waffe? Das Donnerlied verzerrt dich. Glück kommt, weiße Perlen, die gelb und rot erscheinen. Geht das so einfach? Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Das Donnerlied verzerrt dich. Glück kommt, weiße Ich weiß, was ich tun muss. Gelb, rot erscheinen. Am Anfang, anfangen. Ich hätte es früher sehen sollen. Das ist mein Chaos. Ich muss es beseitigen. Ich, niemand sonst. Ich bin die Direktorin. Hallo, hier ist Dr. Caspar Darling.
Ich habe eine vertrauliche Nachricht für den Direktor des Federal Bureau of Control. Ich habe traurige Neuigkeiten. Hadron ist tot. Aber es war keine Quelle, sondern ein Katalysator. Verstehen Sie? Sie müssen in mein Büro. Das Endspiel. Es wird enthüllt. Oh. Ist das die Stimme von Jesse? Der Spiegel dreht es herum und macht es richtig. Lass dein Inneres an der Tür. Von Gelästerungen und Kriegsbestellungen. Wir sind auch heute weg. Aha. Ich singe über Jessys Nicky. Das sieht irgendwie auch sehr witzig aus, ne? Es klingt sehr verwirrend, nicht wahr? In Dr. Darlings Büro? Naja gut, das ist ja wahrscheinlich... Also wir wissen ja, wo Dr. Darlings Büro ist, aber... Da vorne saß ja gerade Emily vor dem Büro, ne? Hängt jetzt hier auch... Na guck mal, hier hängt noch der Typ hängt hier immer rum. Der ist konstant. Ja, das Nasenbluten sagt mir jetzt, dass das Zischen auch bei ihr ist. Hier war Dr. Darlings Büro, oder? Weil hier vorne hat der Emily Dings gemacht, genau. Oh. Hat er hier seine Videos aufgenommen? Na gut. Eins. Zwei. Drei. Du bist fort. Tot. Ich fühle dich nicht mehr. Ich kann nicht. Aber da ist was. Ich weiß nicht was. Das Motel ist ein Ort der Macht, der Veränderung, der Durchreise. Es verbindet alles. Das ist ein Traum in meinem Kopf. Warum sollte es mich nicht an mein Ziel bringen? I want one constant, a constant, a revolve. Jesse Faden. Oh! Dynamit. Das krieg ich bestimmt wieder einen Kontextzweig für. Scheiße. Also das mit der Content-Strike-Musik, das, also wie gesagt, das eine Video auf YouTube hat schon ein Dings gekriegt. Also es ist nicht ein Strike, aber es hat dann, ist halt... Hä? Das war ein anderer Raum jetzt. Leuchte heller. Um eine Konstante herum drehen sie sich. Hadron ist tot. Aber du lebst hier in mir. Vielleicht hat Hadron dich in unsere Köpfe gepflanzt, als wir sie getroffen haben. Vielleicht warst du schon immer da. Und sie wollte mir zeigen, wie ich dich wecke.
Vielleicht werde ich es nie verstehen. Vielleicht muss ich das auch nicht. Trench wurde als erster vom Zischen befallen. Langsam über die Jahre hinweg. Sein Verlangen nach Kontrolle machte es nur schlimmer. Trench brachte den Projektor in die Nostalgieabteilung. Und damit hat er dem Zischen die Tür geöffnet. Ach, das ist die Einfach Wand! Nachdem Hadron starb, wollte das Zischen auch mich kriegen. Aber ich bin stärker. Wir sind stärker. Sie warten. Sie werden versuchen, uns zu stoppen. Notfallübertragung. Hören Sie, direkte Waffe. Das Zischen ist hier drin. Alle Übertragungen sind befallen umgeleitet. Rötlich-gelbe Außenhaut. Oh! Schön.